dazu ist, wenn wir immer mal wieder diese Gefühle empfinden, diese Emotionen empfinden, dann bedeutet das, und das ist das Entscheidende, also dass diese Wut, Hass und Groll ist schon davor in uns gewesen. Es ist schon in uns drin. Ja? Also, male ich jetzt nochmal. Also, das ist ja, Wut, Hass, Groll. Ja? Und dann, wenn jemand da kommt, ein Mensch, er sagt irgendetwas, ein Chef zum Beispiel, ja? Sagt zum Beispiel, warum hast du wieder nicht pünktlich dieses Dokumente abgegeben oder so, dann denken wir, der Blöde, er will mich wieder irgendwie mobben oder irgendwie nicht gut behandeln oder der Partner. Ja, also und dann springen wir auf. Also das heißt, wir haben hier in uns schon diese Knöpfe. Also das kann man die Knöpfe. Wie Triggerpunkte. Genau, die Triggerpunkte. Ja. Und die sind, also stellt euch vor, na, in eurem Körper, die sind installiert, die sind da. Die waren schon lange da. Ja? Es ist nichts Neues, dass jemand, wenn diese Triggerpunkte, wenn diese Knöpfe nicht da wären, dann wäre es nicht möglich, dass eine Person von außen kommt. Es gibt ja nichts zu drücken. Dann wird man einfach nicht wütend und kann nur sagen, das, was hat das mit mir zu tun? Halt, also er will halt also die Dokumente schneller kriegen, aber was kann ich dafür? So. Oder halt, okay, ich mach's, aber ich würde mich nicht getriggert fühlen. Wenn die wirklich im Reinen wären, im inneren Frieden, also in sich ruhen würden, dann ist es einfach nicht möglich, dass jemand von außen uns so triggert. Eigentlich ganz, ganz gute Gedanken, ganz, ganz sinnvolle Gedanken, weil wenn wir so denken, stell dir vor, jeder würde das verstehen und so denken, dann weiß es ganz genau, ich übernehme Verantwortung für mich, für mein Denken, für mein Handeln und muss niemandem mehr Schuld geben. Dann sind wir raus aus der Opferrolle in diesem Moment. Ja, wir sind dann in eigener Macht, in eigener Kraft, wir sind dann in diesem Moment Schöpfer. Klar, ich habe das erschaffen, ich habe den diese Punkte schaffen, dann muss ich ja nach mir schauen. Was hat das mit mir zu tun und wie kann ich das auflösen, anstatt jemanden zu beschuldigen. Du bist jetzt schuld, du bist der Blöde, du hast mir das gesagt wieder, du hast mir das angetan und so weiter. In eigener Familie ist es schwieriger aufzulösen. Mhm. Da brauchst du noch ein bisschen genau schauen, weil diese nötige Distanz ist gar nicht da. Nee. Du bist offener. Also wenn wir mit unseren Partnern sind oder mit unserer Familie, mit unseren Kindern, dann öffnen wir ja in der Regel uns und unser Herz. Wir sind dann ungeschützt, wir sind nicht verschlossen. Und also unsere Knöpfe, die liegen einfach komplett an der Oberfläche. Ja? Mhm. Und dann weiß vielleicht intuitiv und unbewusst der Partner oder halt Mama oder jemand, wo unsere Knöpfe sind. Im Unterbewusstsein wissen wir alles. Ja? Also wir können vielleicht bewusst nicht wissen, oh, jetzt gehe ich mal hin, drücke ich mal heute mal diesen Knopf. Ja? Oder mal diese. Machen wir das ja nicht. Ja? Aber unbewusst sind so diese Beziehungsmuster, die dann entstehen. Ja? Also jemand sagt irgendetwas und dann kann man schon darauf wetten, es gibt dann solche Reaktionen. Und immer mal wieder, und das wiederholt sich. Ja? Weil im Unterbewusstsein wissen wir, was zu tun ist, wo wir drücken können und wir wissen dann, wie der einige reagieren wird. Ja? Und der Punkt ist, also wenn wir diese Triggerpunkte dann haben, dann ziehen wir ja in unser Leben die Menschen und die Situationen an, die uns dann triggern. Dann haben wir vielleicht einen Partner gefunden damals, dementsprechend, wie unsere Programme aussehen, wie unsere Trigger da platziert sind, Triggerpunkte. Ja? Und manchmal passiert sowas, dass jemand, wenn jemand da so Persönlichkeitsentwicklung macht und an sich arbeitet und das verändert, bestimmte Programme im Inneren verändert, dann passt auf einmal gar nicht mehr mit diesem Partner. Sowas gibt es ja auch. Ja? Und grundsätzlich, dann geht man durch das Leben und man merkt, okay, jetzt tatsächlich einige Programme sind im Weg, ja, ich bin irgendwie freier, gelöster.
Und auf einmal merkt man, ich löse mich ganz, ganz sanft von bestimmten Menschen. Und das passiert von alleine. Ja? Und dann kommen aber dafür andere Menschen in mein Leben. Oder bestimmte Situationen, ja? Oder bestimmte Türen gehen auf, bestimmte Türen gehen zu, die nicht mehr passen. Ja? Das ist praktisch die Veränderung, die dadurch entsteht. Aber solange wir bestimmte Programme, Glaubenssätze und diese Emotionen in uns haben, dann werden wir entsprechend unsere innere Welt, die Menschen und Situationen in unser Leben anziehen. Das ist einfach der entscheidende Punkt. Ja, verändern wir diese Knöpfe, verändern wir innere Welt, verändern wir die Welt im Außen. Und es kann sogar sein, dass die gleiche Person, weil wir können uns ja nie sagen, also Mama, tut mir leid, ich habe mich jetzt verändert, verabschieden. Es ist einfach so. Also das heißt, also der Mensch kann in unseren Augen sich komplett verändern, wenn wir diese Triggerpunkte verändert haben, aufgelöst haben und die Themen aufgelöst haben. Also funktioniert das. Ja. Und das ist ja so, dass tatsächlich unsere Welt ist ja unser Spiegel. Ja? Ich habe meinen Knopf, dann ziehe ich ja dementsprechend die Person einfach an und die zeigt mir mein Thema. Die zeigt mir mein Thema. Und deswegen, wie gesagt, ist so sinnvoll, anstatt zu sagen, du bist blöd, du bist, ja, also was machst du? Das unbewusst an. Genau, ja. Weil, also es gibt ja auch eine Eigenschaft von unserem Unterbewusstsein, dass wir unbewusst wirklich immer nach Lösungen suchen. So sind wir strukturiert. Und dann werden wir so lange mit ähnlichen Situationen konfrontiert werden, bis wir die Lösung gefunden haben. Vielleicht in diesem Leben schafft jemand gar nicht, ja, aber im besten Fall halt kriegen wir das irgendwie raus und verändern.